Moin, moin, meine lieben Urlaubsnudel, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Sims 4 und ihr seht schon, ich bin Hauptbildschirm, Hauptmenü. Das hat einen sehr guten Grund und zwar werden wir jetzt, ja, indirekt weiterspielen, sagen wir es mal so. Und zwar habe ich mir mal überlegt, Anni ist halt nicht da, aber ich will es natürlich nicht so machen. Also das ist, verdammt, der muss da weg. So, genau. Und zwar wird ein neuer Haushalt gegründet. Nicht nur von irgendjemandem, und zwar von dem geheimen bösen Bruder von Olaf Gasprigi. Also auf jeden Fall heißt er mit Nachnamen Gasprigi und mit Vornamen, habe ich mir überlegt, nenne ich den Guten einfach Bert. Das ist der Bert Gasprigi, der böse Bruder von Olaf Gasprigi, und der wird vielleicht so das ein oder andere Ungetüm treiben. So, ich sehe aber gerade, ich wollte eigentlich einen Vampir herstellen, denn Vampire, die haben durchaus schon mal was. Der Bert Gasprigi kann erstmal weg. Das wird der neue Bert Gasprigi. Der sieht auch schon so, die sieht auch schon so aus wie so Bert Gasprigi. Okay, gut. Ich erstelle ihn mal fix und dann sehen wir uns gleich, wenn er fertig ist. Ich bin der gefährliche Bert Gasprigi. Okay, das nimmt irgendwie so die Seriosität raus. Okay, lass mal das mal. Also auf jeden Fall habe ich den Guten jetzt hier fertig. Das ist seine Vampirform und das ist seine menschliche Form. Ich habe mal ein bisschen... Ja, zieh dir mal was an, Junge. Ich habe ein bisschen angelehnt an das, was ich bereits so, ja, von meinem Olaf Gasprigi, was ihr von dem auch schon kennt. Aber naja, halt... Das soll ja sein böser Bruder sein, sagen wir es mal so. Aber... Natürlich ist das eine ganz andere Person, dementsprechend anderer Kleidungsstil, natürlich auch anderes Gesicht und alles drum und dran. Ich habe ihn jetzt einfach mal zu einem, ja, so einen kleinen Geizkragen gemacht, so einen Dagobert Gasprigi. Und ich müsste mal schauen, ob ich das hinkriege. Ich schau gerade mal. Man kann ja, nee, Familien, nee, schade, kann ich nicht machen. Gut, da müssen wir uns jetzt einfach mal denken, dass er sein Bruder ist. Familienverhältnisse kann ich keine einführen, aber ja, ist ja gut. Ist ja gut, du Tiger. Dann können wir ja schon mal anfangen. Meine Güte. Ich wollte auf jeden Fall in die Wüste ziehen und zu dem Typen da hinten ziehen. Den anderen werfen wir einfach raus. Ja, und weg ist der. Gut. Bert Gasprigi, Mensch. Also, dass man den noch zu Ohren bekommen, hätte ich nicht gedacht. Vor allem nicht in so einem Let's Play wie Sims. Also, wenn schon, dann hätte ich eher so ein Minecraft in irgendeinem Let's Play. Aber, nee, tatsächlich ist der hier aufgetaucht. Und, oh, ach ja, warte, der muss ja weg. Hier ist ja Sonne. Ich vergaß. So, dann gehen wir direkt schnell da rein. Ich denke mal, das Ganze mit vampirischem Laufen und so, das müssen wir dann noch im Laufe der Zeit hinkriegen. So, vor allem, eine Sache brauchen wir, und zwar ein Hobby für den Bert. Ich habe mir bis jetzt, ehrlich noch gesagt, keine Gedanken gemacht, was wir da machen. Ich meine, im Prinzip braucht er ein Hobby. Natürlich, Olaf Gasprigi spielt ja Klavier, aber Bert braucht halt mal was Ausgefalleneres. Oh. Oh. Also... Ich habe ehrlich vorher nicht geschaut. Das ist aber an sich irgendwo das Perfekte, was der machen könnte. Einfach mal eine Stubenorgel spielen. Alles klar, Bert. Gönnst du dir? Ja, läuft. Gut. Damit haben wir jetzt schon mal kein Geld, aber immerhin eine Orgel. Was braucht man mehr? Aber was ich ganz gerne noch bei ihm hätte, wäre irgendwie noch eine Staffel live. Vielleicht ist so ein geheimer Künstler neben drin. Man kann es ja nicht wissen. So, dann schauen wir mal. Kriegst du hin. Los. Ich glaube an dich. Und einen Job braucht er auch noch. Ach du meine Güte, das muss man ja alles noch irgendwie erledigen. Ja, gut, für ein Indie-Game wird es reichen. So, was haben wir hier denn Schönes? Puls, das wäre natürlich ein perfekter Beruf für den Verbrecher. Was kann man da machen? Nicht jeder Sim ein bisschen Regeln. Ja, Krimineller kannst du jede Menge Simoleons scheffeln und Spaß haben. Boss und Orakel. Also eigentlich würde ich das schon gern machen. Einfach mal als harter Kerl anfangen. Pumpen werden wir wahrscheinlich auch noch lernen müssen. So, kann ich schon irgendwie was machen?
ideale Stimmung verspielt. Also ich habe noch nie einen verspielten Verbrecher gesehen. Aber gut, wenn wir schon verspielt sind, dann können wir ja gleich mal das Spielen ausnutzen, da alles erledigen, was zu erledigen ist. Habt ihr das verstanden? Wortwitz und so. Okay. Bert ist jetzt harter Kerl bei Flintenweiber. Er beginnt am Montag 17 Uhr, sprich morgen 17 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Bis dahin, also ich kann euch mal ganz kurz jetzt von meinen Plänen erzählen. Ich möchte vor allem ein Weibchen für den guten Bert finden. Jetzt in der Nacht ist natürlich schwer, weil in der Nacht ist allgemein... Oh. Ich wollte schon sagen, ist schwer, irgendwelche Opfer zu finden in der Nacht. Aber da haben wir doch direkt einen Nachbarn hereinbinden. Ich meine, es heißt ja im Prinzip immer, man soll aufpassen, dass man keinen Vampir zu sich reinlässt, weil sonst darf der halt dich bald... Ich habe übrigens so eingestellt, dass der so rumläuft. Ich fand's irgendwie witzig. Los, bitte ihn rein und dann schnell rein mit dir. Vampirenergie, ich kenne mich noch gar nicht aus mit dem Vampirzeug. Ich muss zugeben, ich schaue das Let's Play von GLP und Paluten, bin da selber großer Fan. Also, ja, geh mal aus der Sonne, Jungchen. Was wird denn mit dir? Okay, wir brauchen vor allem Freunde, jemanden, der mit uns dicker ist. Wie sieht denn der hier aus? Ja, hi. Was wird denn das? Über Sonnenlicht beschweren. Ja, komm. Lernen wir den erstmal ein bisschen kennen. Ich meine, ein Freund wäre ganz gut. Vielleicht, also ich meine, ich bin ja gegen nichts irgendwo schlecht gestellt. Wir können ja auch gerne mit irgendjemandem eine Beziehung anfangen, der durchaus, ja, normaler Mensch ist, sagen wir es mal so. So, aber jetzt erstmal ganz viel Interaktion machen. Na komm, seit wann ist denn der ein Genie? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Ja gut, aber die verstehen sich gut. Ich dachte gerade, es kommen wieder ein paar Minus, aber die verstehen sich offenbar richtig gut. Schämfähigkeit davor erworben, wie man das alles ausbauen, weiß ich noch gar nicht. Ja, wir machen einfach mal hier alles durch und dann setze ich mich einfach wieder an die Orgel und es wird schon. Und über Jugend beschweren kann man sowieso immer. Wir werden so verhasst sein in dieser Nachbarschaft. Okay, dann einfach mal hier dran setzen und schauen, was so abgeht. Der Typ scheint unsere Musik tatsächlich zu genießen. Ich wüsste nicht wie, aber er steht da, hört uns zu und das schon seit, ja, gut 2 Stunden. Also Respekt an dich, Diggi. Du machst alles richtig. Meine Güte. Berührungskomitee, können wir da noch irgendwas machen? Nee. Der bleibt jetzt noch bei 1 Stunde stehen und macht nichts und dann geht er wieder. Gut, dann sind wir wenigstens los. So, los, Olaf. Klingt jetzt schon geiler? Das klingt wie so ein moderner Popsong, muss ich ehrlich zugeben. Ich hätte nie gedacht, dass das eine Orgel ist, die sowas spielt. Aber gut, geil auf jeden Fall. Ich habe jetzt mal bis zum Sonnenuntergang gewartet und habe... Ah, genau. Und habe mal hier... Schau jetzt mal ganz kurz raus, weil ich sehe, unser Bert, der hat ja nicht so die Bedürfnisse wie andere Leute, sagen wir es mal so. Aber er hat so Bedürfnisse, falls ihr das nicht kennt. Er muss halt Blut saugen. Er kann nicht am Tag raus, weil da die Sonne scheint und die Sonne bringt ihn nun mal um. Aber in der Nacht, wenn da irgendjemand erscheint, werde ich auf jeden Fall anspringen. Und jetzt kommt Gasprigis erste Beute. Wie wird das aussehen? Sie läuft einfach davon. Gut, interessant. Mädel, hallo, Mädel? Ich wollte nicht abbrechen. Nee, mach. Kommt da noch was? Nee, Hauptsache du wartest auf uns. Okay, interessant. Ich finde die Sims-Logik ab und zu immer wieder mal genial. Aber okay. Dann schauen wir mal zu, wie Olaf anzapft. Er hat sich schon in seine Vampirform verwandelt und wird jetzt mal zu einem bösen. Bösen My Little Pony Farm Spieler. Nee, das war jetzt nicht so geplant. Sag mal, was ist denn das eigentlich für ein Suchti? Dem läuft die ganze Beute davon. Und warum wurde das abgebrochen? Ich verstehe das ehrlich nicht. Okay, nochmal. Das sehe ich hier so nicht ein. Sieht die eigentlich gut aus? Nee, die können wir fressen. Ah, so habe ich das doch gern. So sieht das Ganze doch schon viel besser aus. Na, ihr beiden Turteltäubchen, ist das nicht ein wundervoller Abend, um mal anzuzapfen? Ja, das würde ich auch meinen. Ja, komm, saug dich voll. Werd richtig besoffen davon. Ich weiß nicht, was wir gerade bekommen haben, aber offenbar irgendwie, also Dorst ist auf jeden Fall nicht mehr da. Das ist das Schöne. Okay, weißt du was? Da du ja sowieso nichts Besseres zu tun hast. Los. Die ist offenbar auch Künstlerin, weil kaum haben wir angezapft, ist sie mal kreativ. Auf jeden Fall schön. Freut mich immer mal wieder zu hören. Was kann ich eigentlich mit den Kraftpunkten machen? Habe ich eigentlich gehört, dass es da immer so Plus und Minus gibt? Genau, hier. Persönlichkeit einentblößen, Fledermausgestalt, erhalte die Fähigkeit, als Fledermaus überall hinzufliegen. Das ist geil. Doch, ich glaube, ich nehme das gleich mal. Er hält die Macht Türen und Häuser an.
Das hat auch was. Nur wie sie das Okkulte verbraucht weniger. Ja, wahrscheinlich das erstmal. Ja, komm. Weil, ich meine, am Anfang werden wir sowieso noch nicht so extrem viel zu tun haben und nicht so viel extremen Kontakt zu anderen Menschen haben. Wir müssen uns erstmal um unseren Job kümmern und alles so weiter und so fort. Und natürlich so die ganze Vampir-Skala hochpushen. Deswegen habe ich auch schon vorhin den Typen angequatscht und wir werden unbedingt mal auch demnächst auf eine Party gehen müssen. Also sobald der anruft und uns irgendwo hinziehen möchte, sind wir auf jeden Fall dabei. Denn wir müssen Leute kennenlernen. Wir müssen extrem viele Leute kennenlernen, um diesen beim Vampir-Balken hier voll zu bekommen. Anders geht das hier nicht. Wir müssen hier wirklich zu irgendwas zu Potte kommen. Und ja, einfach ein guter Vampir werden, ja? Sagen wir es mal so. Ich meine, wir sind ja gute Bürger, der ist ein guter Vampir. Nichtsdestotrotz war's das jetzt erstmal hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt nochmal natürlich, wie versprochen, die Erwähnung der neuen Abonnenten, zumindest die, die ihre Abos auf öffentlich haben. Also, da haben wir das Stromkabel, B-Girl MA, R-Player 73, Kira Takahashi, okay. Sparrox, DTF, Easyboy, schön, dass du dabei bist. Gaming Soccer HD, Giga LP, Naroka, Gamer YouTube, MLG Face, Zertox, die Kingplayers, Legendary, Nick und ich glaube, das war's dann auch schon wieder. Also, vielen herzlichen Dank an euch, dass ihr Teil der Olaf Army oder Olaf Community oder Olaf Hasenkeks Army geworden seid. Mir ist es eine Freude und noch viel Spaß, gerne bewerten und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Olaf.